Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Banjo hier und herzlich willkommen zu meinem 12. Red Dead Redemption Let's Play hier auf meinem Kanal Banjo Banjobi. Ja, es freut mich natürlich wieder mal, dass du eingeschaltet hast. Und letztes Mal haben wir eine geile Mission gemacht, die Zugüberfallmission. Und dann sind wir auch noch, oder nein, das mit der Zugüberfallmission war, glaube ich, eins vorher. Letztes Mal haben wir auf jeden Fall Valentine heftig beschossen. Und genau, Schafe haben wir auch noch eingetrieben. Und eben die Ballerei in Valentine, die vergesse ich nie, Mann. Das war krass. Valentine ist momentan abgesperrt. Ich bin jetzt hier zurück ins Lager gekehrt. Und habe festgestellt, meine Kleidung ist extrem dreckig. Keine Ahnung warum. Sehr wahrscheinlich liegt das an der Ballerei. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt zu Dutch van der Linde. Und das ist unser nächstes Ziel. Wir werden uns dort einen Auftrag abholen. Und ansonsten glaube ich, ist hier nichts zu tun. Hier will Javier will hier noch kurz mit uns sprechen. You ever miss home? Sure. All the time. All the time. Ja, Javier. Must be hard, being so far away. So gibt's. Sounds good. Das war's gewesen. Ich gehe jetzt zu Dutch van der Linden und hole mir dort einen Auftrag ab. Is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Well, that'd be nice. Join the commune. So. So, we moving? Yeah. We stop when we find someplace sensible, shake them that's following us, and lie low. This is lying low? We turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous. And how are we gonna do that? I don't know. Start dancing? Yeah. I turned into a goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Charles, come with me. We got work to do. Sure, this can wait. Okay. Dann gehen wir tanzen, ne? Dann gehe ich mal auf mein geiles Pferd. Genau, das Pferd habe ich, glaube ich, auch noch in der letzten Folge gekauft. Das ist auch so ein richtig geiles Teil. Und dann würde ich sagen, gehen wir dorthin, wo wir hin müssen. In den Osten hat's geheißen. Oh, wir werden das Lager wechseln. Spannend, spannend. Finde ich noch gut, dass man das Lager auch ab und zu vielleicht mal wechselt, weil immer nur dort zu bleiben wäre dann vielleicht auch langweilig. Und so hat man vielleicht auch mehr Möglichkeiten dann irgendwann. Könnte ja sein. Okay. Oh. Was schon hier vorne ist es? Ja, das ist wirklich so. Durchsuche Dewberry Creek nach Leichen und untersuche die Leiche. What the fuck? Grafikfehler. Looks like trouble got here before us. Der ist schon lange hier. Aber kann ich die Leiche jetzt untersuchen oder was? Ich kann ja nichts machen mit der Leiche. There's a camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business.
Ah, da vorne ist ein Lager. Das müssen wir jetzt sicher infiltrieren. Das heißt, oh, weißt du, was das heißt? Dann schauen wir uns mal um hier. Hier gibt es sicher Sachen, die man nehmen kann. Dosengemüse nehme ich mit. Kann man immer brauchen. Oder Dosen Mais. Ich habe gar nicht geguckt, was es genau war. Die kommen zurück, das bin ich mir sicher. Hier scheint aber nichts mehr weiter zu sein. Wieder Dosengemüse. Hier steht zwar immer Dosen Mais, aber unten steht dann immer Dosengemüse. Ich frage mich warum. Ja, es steht Dosengemüse. Aber ich kann nichts mehr tragen. Ich kann aber noch was essen. Da esse ich mal eine Packung Dosen Mais. Jetzt kann ich es trotzdem nicht nehmen. Ja, nice. Danke. Ah, Pistolenmunition nehmen wir mit, würde ich sagen. Kann man immer brauchen, das Zeug. Mein Pferd folgt mir halt einfach auf Schritt und Tritt. Digga, mein Handy ist natürlich viel zu laut eingestellt. So. Kisten durchsuchen, ja, machen wir doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sie hat uns voll. It's okay. It's okay. Come out of there. Warum? Alter, was machen die dort? You okay? You don't mean no harm. Junge, wer ist denn das? He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Was? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Jungs. Ich kann nicht mehr. Sie sprechen Deutsch. Ich. They took our father. Who did? Men last night. So geil. Where did they take him? Ain't no business of ours. Ich kann nicht mehr. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. So geil. So abartig geil. The girl was pointing this way. Ich finde das, so kreativ von Rockstar, dass die Deutsche ins Spiel einbringen. Ich finde das so geil, weil die wissen natürlich auch, dass Deutschland ein großes Land ist, das natürlich auch viele Rockstar-Anhänger hat. Deswegen finde ich es doppelt geil, dass sie dann die Leute nehmen. Sehr geil. Sehr, sehr geil gemacht. Hm. Oh, sinnlos durch die Gegend jagend ist jetzt ein bisschen hart. Ich finde, der Frau zu helfen ist schon ganz cool. Was machst du jetzt? Was macht denn der Typ? Hey. Maybe you don't know me as well as you think you do. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you Soundtrack im Hintergrund ist richtig nice. Offered me freedom if I turn easy. Junge, reit doch mal in deiner scheiß Linie. Think this is the right way. Give me a second. Das ist voll unser Spurenleser, hä? Continues along the shore here. Anyway, what were you talking about? Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch here. They picked the wrong man there. Ja. We should have moved right then if you asked me. Wir haben dich aber nicht gefragt. Killed Mac. Said it right in front of Jack. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. Das nehme ich an, ja. Back to the auction yard to collect the money for those sheep.
He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. John wollte das Schafgeld holen. Ja. Wir haben ja noch Geld offen für die Schafe, die wir zurückgebracht haben. Aber in Valentine würde ich momentan nicht reingehen. Das ist eine dumme Idee. Quiet now. There's a camp up ahead. Be careful. Seems deserted. Let's take a look. Sieht verlassen aus. Das stimmt eigentlich sogar, dass es verlassen aussieht. Where is this guy? Warum habe ich eine zusätzliche Knarre dabei? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Da vorne ist jemand. Wie er schreit, auf Deutsch steht sogar noch drauf. Er ist ein Deutscher auf jeden Fall. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil, wie die Deutschen sprechen. Richtig nice gemacht. So, weg. Ah, Junge. Ich hab die gerade so schön markiert. Ich schwör's, Junge. So, weg. Kommen da noch mehr oder was? So. Ah, da liegt noch ein Messer. Vielleicht kann ich das nehmen. Okay, getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich finde das sehr geil. Ich finde das sehr, sehr geil gemacht. Charles, go find Dutch, get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Ja, kann man hier nichts finden zum Mitnehmen? Ah, ich muss ihn zurückbringen, okay. Oh, dieses Pferd, Junge, ab und zu hört es einfach nicht auf mich. Freddy, du solltest auf mich hören. Hat meine Familie sie geschickt? Also yes. Soll ich mitkommen? Digga, ich glaube, er versteht dich nicht. Ich verstehe dich aber sehr gut. Ich frag mich, wie das für die Leute ist, die das auf Englisch spielen. Die verstehen ja jetzt auch mal nichts. Für die ist das sicher auch voll cool. Mal so, wow, ich verstehe einfach nichts. Das finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Aber man merkt schon... Wie bitte? Warum können die kein Englisch? Geld, Money. Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben Sie sie gefunden? Look, I'm sorry, friend. I can barely speak English. Selbst Englisch fällt mir schwer. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Aber wirklich cool gemacht. Also das muss ich Rockstar jetzt wirklich mal so sagen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass in einem Spiel das so gut rübergebracht wird, dass eine andere Sprache drin ist. Das ist wirklich geil gemacht. Das ist wie bei den Quentin Tarantino-Filmen. Dort ist es ja auch ab und zu so, dass der Originaldialog wirklich deutsch ist. Und es gibt keine englische Vertonung dafür. Das ist einfach geil gemacht. Ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Come on, now get out of here. This place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, Vamos. Das ist wahr. Vamos. Vamos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön.
Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Ein Goldbarren? Nicht dein Ernst. Guess it was a pleasure. Ja! Ein Goldbarren hat er uns jetzt gerade gesteckt. Voll nice. Ich denke zwar nur einen kleinen, aber trotzdem. Da sagt man nicht nein. Sehr cool gemacht. Wirklich sehr, sehr cool. Muss ich sagen. You were right. Oh, this place. Oh, it'd be perfect for us. Hello, Arthur. Dutch. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Cool, dass wir jetzt hier ein Camp haben. Kapitel 3. Clemens Point. Ich glaube, die verschiedenen Kapitel haben auch was damit zu tun, wo man sich aufhält. Könnte ich mir noch vorstellen. Die Frage ist, wie viele Kapitel gibt es? Ich würde jetzt mal sagen, 6. 5 bis 6, aber vielleicht irre ich mich auch. Kleiner Goldbarren habe ich bekommen. Das ist sehr cool. Aber ich frage mich jetzt in einer besseren Zukunft. Jetzt ist die Frage, wie ist das Lager aufgebaut? Die Upgrades sollten stehen, oder? Und es stehen neue Pferde zum Verkauf. Ich habe zwar jetzt gerade ein Pferd gekauft, deswegen ist das jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, ich spende noch ein bisschen Geld. Ich denke so $15. So. Morning. Guten Morgen. So. Ja, die Deutschen waren zu viel. Und dann geben sie noch einen Goldbarren. Das ist ein Klischee, oder? Dann denken alle, die Deutschen sind reich. Sehr cool gemacht. So, die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Ich muss mich auf der Karte orientieren. Wo bin ich denn jetzt? Okay, jetzt bin ich da unten. Vorher war ich hier. Jetzt sind wir hier. Dann würde ich sagen, wir machen vielleicht am besten mal einen kleinen Ausflug nach Strawberry. Und holen uns dort vielleicht ein bisschen Geld durch den Steckbrief. Obwohl, wir könnten auch zu der Farm gehen und dann von der Farm aus nach Strawberry gehen. Dann könnten wir noch die Sachen schnell verkaufen gehen. Das wäre doch auch noch ein Plan. Und auf Blackwater können wir nicht gehen, weil da werden wir gesucht, tot oder lebendig. Das wird wohl schwierig. Ja. Oder wir gehen mal hier hin. Da ist nämlich sicher auch noch was Spannendes. Könnte man auch machen. Das ist jetzt die Frage. Soll ich hier hingehen und dann so hier rüber nach da gehen? Oder soll ich schnell reisen? Good question. Very, very good question. Was will Dutch eigentlich von uns? Ich könnte jetzt auch zu Dutch gehen mal, weil er gerade in der Nähe ist. Und das andere machen, wenn man sowieso mal in der Nähe ist. Weil Dutch steht hier so nachdenklich da drüben. Gut, gut, gut. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Many times. Vielleicht. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur.
We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves. Das stimmt schon. In a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that, but come on. Voll gedatsch. Okay. It's nice out. Old Jose says that there's a creek around here. Oh nee, jetzt wirst du fischen gehen? Ist das gerade dein Ernst? Jetzt muss ich schon wieder fischen. Bitte nicht. Bitte sag mir, dass das nicht wahr ist. Ich will nicht fischen. You don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along, old. Okay, dann gehen wir mal auf das Pferd. Jetzt gehen wir sowieso angeln, das ist klar. Ah, Hosea kommt auch mit. Dann let's go. Ich meine, ich finde es ja irgendwie lustig, dass man die ganze Zeit fischen muss, aber ich finde es irgendwie realistisch, natürlich. Ist halt auch eine Essensbeschaffung. Aber ich meine, warum? Warum? Hey. Dann lieber noch jagen. Jagen macht ja immer noch Spaß, aber fischen. Oh. Ich bin wohl nicht der Fischer-Fan, ich weiß auch nicht. Ich finde das so was Langweiliges. Ich meine, frischen Fisch habe ich sehr gerne, keine Frage. Ich finde es auch cool, wenn man fischen geht und dann etwas nach Hause bringt und dann frischen Fisch auf dem Teller hat. Mit einer richtig guten Weißweinsauce. Dazu vielleicht ein bisschen Kartoffelstampf oder ein paar Pommes du Chais oder so. Das ist schon cool. Aber ich meine, da ich Koch bin, habe ich das sehr gerne. Aber Fischen an für sich, das Fangen der Fische. Das ist so etwas, Alter, da brauchst du Geduld ohne Ende. Und zwar extrem viel Geduld. Und das wäre jetzt echt nichts für mich. Dann lieber noch jagen, weil beim Jagen bist du noch so auf der Pirsch und musst schauen. Und auch dort bist du zwar immer wieder, musst du Geduld haben, aber trotzdem. Boah, Fischen ist da schon anders. Also wir dürfen keine Waffen benutzen, okay. Da vorne sind Gesetzeshüter. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir denen jetzt in die Arme fallen. Was machen wir jetzt? Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can't sort this out. Was soll ich jetzt tun? How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. We like it well enough. Hoagie McIntosh, at your service. Lee Gray, this is my deputy Archibald McGregor. Archibald. You a Scot? Partly. The best part. Of course. Now, tell me, sir. What did the silly, fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Oh, no, 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 no. I'm sure he wasn't. He is a magician. I know him. He's a fool. But he is not a bad fellow. Now, can we just... I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys! I can't have more scandal! That's so good. Us to help, my friend. Arthur. Chase wanted, man. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, big guy. Perhaps we can discuss the foolish magician. Okay, das ist geil. Das ist geil. Wollen sie jetzt irgendwie die Guten spielen, oder was? Come on,
What's your name, sir? Arthur Callahan. Faster, Mr. Callahan, please. My neck is on the line here. I get it. I'm doing my best. Looks like the son of a bitch's gonna make it. You sure I can't just shoot him? No, did I not say that? Ja, komm, hol ihn doch ein, Junge. Oh. Das hat sicher wehgetan, ja. Mach ich doch. Get alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. Watch out. Da mache ich's halt. Oh shit. Alter. Was für eine geile Action. Folge den restlichen Anderson-Jungs, ja logisch, mach ich das. Sehr geil. Ich nehme mich auseinander. Er hat mich auseinandergenommen. Was ist los? Er hat mich gefickt. Er hat mich sowas von gefickt. Er hat mich einfach auf den Zug geworfen. Habt ihr das gesehen? Ey, nein, ich kann nicht mehr. Ich frage mich, wo das Spiel jetzt einsetzt. Ah, okay. Jetzt bin ich sogar noch schneller als vorhin. So schnell, dass ich nicht mal raufgehen kann. Oh yes. Und weg ist er. Oh, jetzt kommt er mit dem Messer. Jetzt kommt er mit dem Messer, Junge. Was läuft? Wow. Oh. Alter. Dir gebe ich Saures, ey. Weg ist er. Yes, alles gut. Was denkst du, er ist tot? Nee, der ist doch nicht tot. Der ist doch nicht tot, Junge. Im Leben nicht. Bring ihn out here. Deputy. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anderson. Der alte Anderson. Take him in, come on. A fine job, well done. And a pat on the back for me. Und wo sind die anderen? There you go. You are a natural. Jetzt sind wir die Guten, obwohl wir ihnen eigentlich geholfen haben zu flüchten. Das ist eigentlich schon witzig. Oh, we'll round them up. Anders back there is the brains of the operation, and that's really saying something. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. Well, I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part okay. of Calaga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry.
Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. Okay. The Grays have lived in Calaga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ah, neue Stadt. It was before the war, sehr cool. But it has its charms. I'm sure you already know of the Braithwaites. Like I said, just got down here. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Okay. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Ja, die Nachricht da oben haben wir schon mal bekommen. Ich weiß, dass wir das nicht machen dürfen. Ich find's cool, dass wir in eine neue City kommen. Das finde ich echt cool. Und es ist auch von der Landschaft etwas anders. So mit dem Boden eher trockenes Klima. So. Also have a general store, gunsmith, post office, train station, of course. What cool. More do you need? Oh, good, they're back. And that's your friend, right? Yep. Okay, we're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Hey, fellas. Klar kann ich das machen. Sooner you get him off your horse, sooner we can get him in a cell. Sooner or later, ist okay, mache ich ja. Kein Stress, Sheriff, ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Ich meine, was spielen wir hier? Ich bin Polizist, hallo? We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion for justice. That's wonderful. So, about my friend here? Your idiot friend is free to go. But no more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. Wer ist denn das? I want to thank you from the bottom of my heart. Now I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. Mr. McIntosh, sehr cooler Name. Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. And make your friend behave. We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Bo? Ich wünsche euch. Better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's. And Braithwaite's. Interesting. Wer ist denn das? Plantation houses. Ist da irgendwas verpasst? Rebel gold. Marrying cousins or not marrying. Arthur, Jose, you start poking around. See what you can find out about that. I have missed you boys. I've heard about bounty. Well, there's been a price on my head for 13 years. It'll take a month to find us down here. And it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents? I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Okay. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Gern geschehen. Bye-bye. Okay, dann wäre es das gewesen. Dann bin ich jetzt auf mich allein gestellt. Okay. Oder nicht? Ah. Arthur, you start sniffing around the Gray's place, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these Braithwaites. All right. Thank you, Arthur. You're welcome. Quite a fishing trip. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Was für eine geile Angelsequenz. Soll ich jetzt angeln gehen? Nee. I'll need to relax someplace. Fair enough. It looks like it's you and me, old man. Das ist doch gut. Ich habe gerade keinen Bock auf Angeln, wenn ich ehrlich bin.
Der neue Süden. Das habe ich geschafft, okay. Ja, immerhin. So, dann haben wir hier den gewischten. Oh, sorry. Oh, das wollte ich nicht. Gemischt Warenhändler. Hello, Mister. First time. Guten Tag. Horse and medicine in the corner over there. If you're the sort who needs that kind of thing. Ich blätter mal den Katalog durch, weil ich will mir vielleicht mal Kleider kaufen. Okay, sorry. I just assumed you couldn't read. Kleidung. Da gibt es nämlich ziemlich viel. Glücksspieler. Was heißt denn das? That's popular. Okay. Das wäre der. Das ist schon cool. Cool gemacht. Das ist ein cooles Outfit. Dann gibt es noch den da und den da und den da. Aber der Glücksspieler ist schon cool. Ich glaube, den hole ich mir. Erhöhe deine Ehre, um diesen Gegenstand freizuschalten. Ich muss meine Ehre erhöhen. Was ist denn das für ein Scheiß? Junge. Sehr geil. Okay, hier kann man Kopfbedeckungen anschauen. Ich muss doch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Fan von Hüten, auch wenn das zu den Cowboys gehört. Wenn, dann würde ich noch diese anziehen. Aber eigentlich bin ich wirklich nicht so der Fan von Hüten. Dann was haben wir hier? Skinhead. What the fuck? Or such a bored man? Ansehen, da haben wir einen Staubmantel, dann kann man auch in verschiedenen Farben kaufen. Ich will aber alle Mäntel ansehen. Das ist auch noch ein cooler Mantel. Ich muss sagen, der gefällt mir. Vor allem in diesem ledrigen Ton finde ich es cool. Entweder so oder so. Ich gönne mir den mal. So. Dann gehe ich mal zurück zur Anfangsseite. Dann Index. Was ist der Index? Aha. Genau. So, Mäntel habe ich jetzt gesehen, dann Hemden und Oberteile. Ich finde es schade, dass man nicht direkt in ein Ansehen-Menü gehen kann. Da würde ich sagen, Ansehen das Ganze mal. Alle Hemden natürlich. So. Lange Unterwäsche, sehr geil. Überhemd mit Stehkragen. Überhemd mit Kragen. Sehr cool. Ich hatte keine Ahnung, was ich da nehmen soll. Ich kaufe mir einfach ein bisschen Kleider mal zusammen. Ich kaufe mir mal das Rote und das hier. Dann gehe ich mal zurück. Ah, ich will alle ansehen, Junge. Lasst mich doch einfach mal alle ansehen, bitte. So. Ja, das französische Anzugshemd sieht auch noch sehr schick aus. Kaufe ich mir auch noch. Wird auch gekauft. Oh, das habe ich schon im Besitz. Okay. Alter.
Was kann ich noch? Was kaufe ich mir noch? So, dann haben die Hemden habe ich mir mal gekauft. Dann gehen wir weiter zu den Westen. Ich finde Shoppen echt cool. Ansehen. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Sachen. Das ist eine coole Weste. Das ist eine coole Weste. Das ist auch eine coole Weste. Was ist denn das für eine? Das sieht auch witzig aus. Dann kaufe ich mir die auch noch. Halt, warum kann man nicht einfach zurückgehen? Alle Westen, so. Paris-Weste, sehr cool. Was es da für Westen gibt, die sehen zum Teil ja schon fast lächerlich aus. Wirklich ein bisschen lächerlich sehen sie zum Teil schon aus. Aber das ist schon cool. Dann haben wir bei den Westen noch nicht alles gesehen, noch nicht ganz alles. Alle Westen noch einmal. Klassische Westen. Porcelain Westen. Done. Die sehen alle eigentlich ziemlich ähnlich aus, muss ich sagen. Da sieht man fast keinen Unterschied. Dann lasse ich das, glaube ich, mal bei den Westen. Dann gehe ich zurück. Dann gucken wir uns mal die Hosen an, die nehmen mich auch noch ziemlich wunder. Ich bin auch voll der Hosen-Fan und Schuhe auch. Sind da die geilsten Sachen. Alle Hosen, so. Also, von den Hosen, schicke Hosen, da kaufen wir sicher mal ein paar Paare. So. Nein, das will ich nicht ansehen. Bei den Jeans kaufe ich mir sicher noch die da, die da, die da, die da und die da. Warum kann man nicht einfach zurück? Es ist so umständlich gemacht, dieses Menü. Hätte man schon besser machen können. Dann hier Stadthosen. Dann gefallen mir die da. Sind auch noch cool und halt einfach die klassischen. So, dann weiter ansehen, was gibt's noch so. Schicke Hose habe ich, Ranch Hosen, Sattel Jeans, Jeans, Arbeitshosen, gefütterte Sattel Arbeitshosen, okay. Was ist eine Ranch-Hose? Yep. Alter. Alright. Wie viel Zeug es hier gibt. Ich kann nicht mehr. Ich gebe gerade so viel Geld aus für den Scheiß, aber ich finde es echt cool, Kleider zu kaufen. Ich bin voll Fan von dem. Ich gucke mich auch noch bei den Ranch-Hosen ein bisschen um jetzt. Hier ist Sattel Jeans. Scheinen mir auch noch cool zu sein. So, ich glaube, das sieht auch noch gut aus. Ansonsten. Was soll ich hier nehmen? Vielleicht die da noch. Und ansonsten. Was haben wir da noch? Gekrempelte Stadthosen habe ich schon angesehen, oder? Genau, da habe ich mich schon durchgekauft. Normale Stadthosen gefallen mir jetzt weniger, muss ich sagen. Die schicken Hosen haben wir auch schon durch.
Genau. Nee, ich glaube, das von den Hosen her reicht. Ich muss jetzt noch für die Stiefel ein bisschen Platz haben, weil das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Wow, cool. Coole Stiefel, die sie hier anbieten. Luxusstiefel. Sehr geil. Was die alles haben, ey. Die sind mir aber zu teuer. Junge. Alter. Jetzt habe ich gecheckt, wie ich zurück kann. Erst jetzt habe ich es gecheckt. Ja, das Geld wird langsam knapp. Das Geld ist durch. Ich habe kein Cash mehr. $400 für Kleider ausgegeben. An Accessoires, was hätte es da noch gegeben? Oh, die Handschuhe. Die hätte ich jetzt noch genommen. Reithandschuhe, Schützenhandschuhe. Die sehen noch cool aus. Ja, ich kaufe mir jetzt einfach mal das schwarze Modell. So, ich habe kein Geld mehr. Ich bin am Arsch. That should be good. Na, neu eingekleidet sind wir jetzt auf jeden Fall. Auch wenn es ziemlich scheiße aussieht, so wie es jetzt aussieht, aber... So ist es. Was ist denn los? Ah, ist der Waffenhändler. Hey, that area is for me only. Ich hab das Gefühl, du machst hier dreckige Geschäfte. Ich tu dir doch nichts, Junge. Ja, ich geh ja gleich. Okay, der hat hier keinen Dreck am Stecken. Okay, bye bye. Okay, partner, whatever you say. Ich dachte, vielleicht finde ich da was. Ich finde die Architektur hier sehr, sehr geil. So wüstenhaft. Ich könnte mir auch wieder eine Zeitung kaufen. What you looking for? A paper? I'll take a paper, please. Thanks. Have a great day. So. Und ansonsten gibt es hier gar nicht mehr so viel. Dutch ist noch dort hinten. Was gibt es hier noch? Ich muss mal schnell schauen, was die Stadt sonst noch so zu bieten hat. Sie hätte noch einen Schlachter und einen Saloon. Und einen Arzt. Einen Hehler. Ich könnte noch schnell zum Hehler gehen. Was könnte ich wirklich noch machen? Dann kann ich noch schnell mein Gold verkaufen, dann habe ich wieder ein bisschen Geld. Und ich glaube, ich werde mich schnell umziehen, weil das Outfit ist nicht das geilste. Das habe ich jetzt mal einfach so gemacht, aber vielleicht sollte ich schnell ein bisschen striegeln. Es ist ein bisschen dreckig.
let's get you looking nice. So. Siehst du wieder ein bisschen schön aus, Freddy? Hey, come on, boy. Relax. So. So, das war's. Bisschen streicheln kann ich es ja auch noch. Das ist ein gutes Pferdchen. So. Und dann würde ich sagen, aus Pferd, los und weiter geht's. Alter, was ist denn hier los? Stau oder was? Die Typen verstehen sich auch nicht, ne? So. Also ich finde die Architektur hier und auch das ganze Umland echt cool gemacht. Also gefällt mir persönlich jetzt mehr als Valentine. Valentine war eher so die dreckige Stadt. Aber das hier ist echt cool gemacht. Ah, der Hele wäre wohl hier gewesen. Und der ist hier drin, oder wie? Oh nein, nicht hier drin, sondern da hinten. Da ist der Hehler. Ich verkaufe dir zuerst mal was. Und zwar kannst du meinen Goldbarren für $300 haben. Und ansonsten nicht mehr wirklich viel. Bisschen Kaffee, wenn du willst. Gebe ich dir gerne ab. Kann ich sowieso nicht brauchen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Jetzt habe ich wieder ein bisschen was an Cash verfügbar. Und dann würde ich sagen, war's das von dieser Folge. Der Typ ist gerade wieder umgefallen. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, das Kleiderkaufen hat euch nicht zu fest gelangweilt. Aber dann habt ihr auch mal gesehen, was es alles so gibt. Für mich war das ja auch neu. Ich habe jetzt noch nie Kleider gekauft. Ich habe immer die benutzt, die ich schon hatte. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Ist kostenlos und freut mich mega. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.